Ich kann die Sache für mich nicht einfach so fallen lassen. Du willst immer noch, dass Hannelore die Approbation verliert. Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit. Hast du Mamas und Sigrids Website offline gesetzt? Traust du mir das wirklich zu, dass ich sowas mache? Guck mir in die Augen und sag mir, dass du es nicht warst. Schade. Ich hatte gehofft, du könntest mich vom Gegenteil überzeugen. Wir trinken jetzt auf euch und auf das ewige Glück. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh. The morning painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Ich möchte jetzt allerdings auch mal etwas sagen. Oh. Ja, meine lieben Freunde, meine liebe Schwester, zu dir komme ich später. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr mich dabei unterstützt habt, dieses dunkelste Kapitel meines Lebens zu einem glücklichen Ende zu bringen. Ihr habt zugehört, ihr habt mir Ratschläge gegeben, habt mir den Kopf gewaschen, obwohl ich euch mehr als einmal enttäuscht habe. Besonders schlimm war es natürlich für diejenigen, die mir besonders nahe stehen. Aber ich hoffe, dass ich wieder zu dem Menschen geworden bin oder werde. Ich weiß, es ist noch ein langer Weg, der eure Liebe auch wirklich verdient hat. Danke. Merle, ich weiß, dass du im Grunde deines Herzens immer an mich geglaubt hast. Und das tue ich noch. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch, liebe Freunde, liebe Sydney, für dieses wundervolle Essen. Ich weiß ja, es ist nicht in deinem Sinne, die Hochzeit noch ein Jahr zu verschieben. Umso schöner die Idee jetzt, das Leben, die Liebe, die Freunde und die Familie hier zu feiern. Darauf möchte ich mit euch anstoßen. Ja, auf dieses wunderschöne Ambiente und das doch hoffentlich tolle Essen. Ah. Es kommt gar nicht in Frage, dass ihr für mich zahlt. Und ob? Klar, du hast uns gerettet. Jetzt übertreibt man nicht. Da hätte man es wenigstens mit dem Keil eine Verfolgungsjagd liefern müssen. Oh nein, danke. Ich hatte genug Drama. Und es ist beruhigend zu wissen, dass du alles für mich riskieren würdest. Was tut man nicht alles für seine Kinder? Ganz ehrlich, heute sind wir mal dran. Ja. Hallo. Hallo, danke. Außerdem ist das ja quasi mein Abschiedsessen, bevor ich nach Mexiko fliege. Hm? Na gut. Oh. Mama. Hallo? Hi. Du, ich sitze gerade im Carlas mit Pea und Mika. Mhm. Ich bin ziemlich froh, dass er vor dem Keiler da war, ja. Sonst wäre mir wahrscheinlich das Herz stehen geblieben. Dein Heldentat hat schon die Runde gemacht. Meine Güte. Aha, ich kann ihn dir gern mal geben. Mama möchte sich gern bei meinem Retter bedanken. Siehst du? Hallo, Ellen. Alles halb so wild. Ja, ich wollte nur mal sehen, was sie so in der Wildnis treiben. Würdest du den Kindern bitte ausreden, mich einzuladen? Den Kindern? Bis eben fand ich ihn noch okay. Das verzeihen wir ihm nach seiner heutigen Tat mal. Dann ist das von mir. Ich wollte sowieso mit dir reden. Gut. Gebe ich sie dir noch mal? Ja. Okay, bis dann. Hallo again. Na? Okay. Ja, richtig aus. Mach ich. Mach ich, Mama. Ich melde mich, wenn ich in Mexiko bin, ja? Ciao. Ich dich auch. Tschüss. Also. Mama sagt, sie zahlt das Essen und ich soll keine Widerrede durch. Haben Sie schon gewählt? Ich schätze mal, wir brauchen noch 5 Minuten. Ich habe sowieso gar keinen großen Hunger. Mein Magen rumort so komisch. Du siehst auch echt nicht gut aus. Und du hast so komische Flecken am Kinn bekommen. Check mal. Guck mal da. Das ist nichts. Wenn du dir irgendwas eingefangen hast?
Sie brüten da was aus. Sie sollten unbedingt zum Arzt gehen. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen, Frau Professor. Selbst wenn ich mir was eingefangen habe, man muss ja nicht gleich übertreiben. Und was ist, wenn Sie recht? Mika ist ein ganz harter Kerl. Richtig. Und jetzt schaut mal, was ihr essen wollt. Mir reicht eine Suppe. Ganz alleine? Ich genieße einfach die Heidelandschaft, die Ruhe, alles. Ist es nicht rührend, wie viel Mühe sich alle gegeben haben? Ja. Wir können froh und dankbar sein, solche Freunde zu haben. Ja, das können wir. Röschen bedauert es übrigens auch sehr, dass sie nicht dabei sein kann. Sie hat geschrieben, schau mal. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt. Es umarmt euch, euer Röschen. Du bist mein größtes Glück. Ach. Darf ich? Natürlich. Hallo. Kommst du voran? Ja. Ich habe soweit alles gesäubert und freigelegt. Die Madonna mit ihrem Kind. Sie hat etwas Beruhigendes, findest du nicht? Aber auch irgendwas Trauriges. Du willst wirklich ein Verfahren gegen Hannelore anstrengen. Es tut mir leid, dass ich dir damit wehtue. Und ich wollte dich nie in einen Loyalitätskonflikt bringen. Ich muss einfach endlich meinen Frieden finden. Indem du was kaputt machst? Nein, indem Hannelore etwas hergeben muss. Dafür, dass sie dich genommen hat. Ihre Arbeit. Ja, was denn sonst? Nur ihre Karriere und du bedeuten ihr etwas. Soll ich etwa verlangen, dass sie den Kontakt zu dir abbricht? Nein. Es tut mir leid, wenn ich rachsüchtig wirke. Es ist so nicht. Ich weiß mir einfach nicht anders zu helfen. Du könntest ihr vergeben. Manche Dinge sind zu grausam und zu schlimm, um sie zu vergeben. Naja, es ist ungerecht, wenn Hannelore ungeschoren davonkommt, während du so leiden musst, ist klar. Und trotzdem möchtest du, dass ich die Sache auf sich beruhen lasse? Ich habe Angst, dass das Leid noch viel größer wird. Was ist denn, wenn sich das Gefühl von Gerechtigkeit für dich nicht einstellt, auch wenn Hannelore nicht mehr praktizieren darf? Das muss ich riskieren. Ich möchte endlich meinen Frieden finden. Ich kann dich niemals hassen, du bist meine Mutter. Cool, dass wir zusammen ausreiten. Ja, ein bisschen frische Luft wird dir vielleicht gut tun. Mach dir um mich mal keine Sorgen, ich bin topfit. Natürlich, das hört man. Falls ich eine Krankenschwester brauche, rufe ich Mama an. Sie müsste nicht mal über einen großen Teich. Sie ist gerade in Marokko. Ist das wahr? Beruflich. Sie hat mich übrigens gefragt, wann meine Ausbildung zum Kaffeeröster beendet ist. Hey, du hast ja hoffentlich gesagt, das dauert noch ein Weilchen. Ist ja kein Sportstudium, hä? Das habe ich ja auch gesagt. Sie war wenig begeistert. Oh Gott, das hast du gemacht? So, alter Mann, kannst du jetzt endlich mal losgehen? Wir hatten ja wen abgehängt in Costa Rica, hä? Hier hatten sie das schnellere Pferd gegeben. Räum weiter, Junge. Was ist los? Brauchst du eine Leiter? Weißt du was? Ich mag dieses Vater-Sohn-Ding.
Meinst du denn, es hat allen gefallen? Ach, natürlich. Frau von Lohn und Herr Flickenschild, die beiden waren doch total gerührt. Und Frau Flickenschild hat ihr ein riesen Kompliment gemacht. Wir hatten hier eine ganz schöne und entspannte Atmosphäre. Es wäre nur schön gewesen, wenn Leo doch hätte kommen dürfen. Huh? Also du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, dieser Graf, der hätte hier gar nicht hingepasst. Es wäre nur eine Möglichkeit gewesen, die Adelstaufe doch noch ins Dreikönige zu holen. Sag mal, was ist eigentlich mit dem Heidemobil? Warum konzentrierst du dich nicht wieder mehr darauf? Ja, was Festes wäre mir einfach lieber. Das Auto war so teuer und es steht nur rum. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich das Auto verkaufen soll. Theo? Nur weil wir jetzt eine Familie gründen wollen, möchtest du nicht mal als Unternehmer arbeiten? Ich will zuverlässig sein. Für dich, für die Kinder. Kinder? Wollen wir nicht erst mal mit einem Kind anfangen? Ja, das machen wir ja schon. Obwohl wir einen Schwangerschaftstest erst in ein paar Wochen kaufen müssen. Ja, ich hab's gelernt. Ich hab's gelernt. Der Herr hat aufgepasst. Es wäre nur einfach schön, wenn mir Herr Flickenschild doch den Posten als Gästebetreuer geben würde. Dir fällt noch was ein. Tut's doch immer. Ja. Dieses Mal geht's einfach nur um so viel mehr. Ich bin nicht mehr nur noch für mich verantwortlich, sondern auch für andere. Du wirst wirklich mal ein sehr guter Vater. So, wo soll das hin? Da bitte, ja. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich mich eingesaut. Oh Gott, es tut mir leid. War noch Soße am Deckel. Es tut mir leid. Ich muss weißt du leider rüber. Ich habe noch eine Veranstaltung. Ja, lassen Sie sich nicht aufhalten. Das war eine schöne Veranstaltung eben, oder? Ja, es war liebevoll organisiert mit Speisen, die ich so noch nirgendwo gegessen habe. Es war einfach ein himmlisches Essen. Siehst du, deine Experimentierfreudigkeit hat auch ihre Fans. Ja, aber da ist Familie Janssen auch ganz weit vorne. Darf ich vielleicht Ihre Privatköchin werden? Ach, vergessen Sie es. Ich muss wieder in die Kanzlei. Torben, noch eins. Wegen diesem Benefiz-Fußballspiel der Leuphana Uni gegen die Heidekicker. Nein. Du hast mir ja unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass du die Schiedsrichterpfeife nur sehr ungern aus der Hand gibst. Ja, stimmt. Aber mir ist zeitliches doch was dazwischen gekommen. Und ich wäre dir dankbar, wenn du übernehmen würdest. Also, das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Du bist doch sonst nicht so desorganisiert. Jetzt komm, da überlasse ich dir ein nettes Event. Jetzt freu dich doch. Thomas, bitte. Wenn du noch länger rumtrödelst, verpasse ich meinen Zug. Moment, also was ist jetzt? Ja oder nein? Ja, meinetwegen. Aber nicht, dass du mich wieder reinlegst. Ja? Sag mal, hast du die Flecken auf deinem Anzug schon bemerkt? Ja, vielleicht müssen wir auf dem Weg noch bei Samba sauber vorbei. Na, dann verpasse ich den Zug garantiert. Also wirklich. Thomas, ich muss sowieso noch zu Eliane. Gib mir das Sakko mit. Ist aber nett, wirklich. Danke dir. Danke, Mama. Tja. Auf Wiedersehen, Herr Lichtner. Komm schon. Ja. Keine Sorge. In einer Woche sehen wir uns wieder. Tschüss. Wiedersehen, Frau Janssen. Also. Sidney, wie hast du es bloß geschafft, in der Kürze der Zeit all die Leute zusammenzutrommeln, ohne dass Gunther und ich auch nur das Geringste mitbekommen haben? Theo Lichtenhagen hat mir geholfen. Und wenn ich mich nicht irre, war er sogar maßgeblich daran beteiligt. Ach ja? Theo war mein Partyplaner. Er übertreibt zwar gerne, aber er kriegt auch was gebacken. Ja, und was? Gunther, Theo hofft doch auf die Stelle des Gästebetreuers. Ja, aber die ist an gewisse Bedingungen gebunden. Also wenn er diese Veranstaltung von seinem Freund, diesen Grafen, hier ins Hotel holt, dann ja. Aber er hat doch gerade eben bewiesen, dass er dazu durchaus qualifiziert wäre, oder nicht? Ja, das schon. Aber? Naja, ich wollte eigentlich jemanden mit mehr Erfahrung. Also, wie du mitbekommen hast, naja, hält es Theo nicht so sehr mit den Konventionen. Möchtest du so einen hier im Hotel haben? Ja, ich würde ihm eine Chance geben. Sein Enthusiasmus ist eine wertvolle Qualität, die nicht jeder mitbringt. Hm? Ach, was ich vorhin schon fragen wollte, hast du Inken nicht auch zu dem Fest in der Heide eingeladen? Doch, natürlich. Aber sie hatte schon erwähnt, dass sie es vermutlich nicht schaffen wird. Ich hatte den Eindruck, dass es ihr nicht so gut geht. Oh, du solltest später mal nach ihr sehen.
Ja, das mache ich. So, willst du das oder ich? Ich schau dir lieber noch mal über die Schulter, wenn das okay ist. Vielleicht kapiere ich dann, was dein Geheimnis ist. Wie oft denn noch? Du brauchst dein eigenes Geheimnis. Hey, schau mich mal an. Du hast total rote Augen. Bist du doch ziemlich schnell geritten. Hi. Hey. Hey. Fertig mit Packen? Naja. Also ist das alles im Koffer, aber ich muss ihn halt den ganzen Weg rollen, denn hochheben kann ich ihn leider nicht. Ist doch nur für eine Woche. Ja, aber nachts in Mexico City wird's kalt und ich brauchte was für jedes Wetter. Und jetzt bin ich hergekommen, um mich zu verabschieden, weil ihr ja gleich röstet und dabei werdet ihr ja ungern gestört. Per übernimmt. Ich bring dich zum Bahnhof. Mika, ich glaube, ich möchte lieber ein Taxi nehmen. Was? Naja, ich bin echt kein Fan von diesen romantischen, traurigen Bahnhof-Abschiedsszenen. Deswegen lass uns doch einfach hier Tschüss sagen. Hm? Na gut. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Soll mit ihm sein? Hast du dich noch mal bei ihm gemeldet? Der hat eine SMS bekommen, das reicht. Hast du deiner Mutter eigentlich von dem Verdacht erzählt, dass dein Vater die Website manipuliert hat? Nee, das lasse ich lieber. Erstens habe ich keine Beweise und zweitens glaube ich, dass die beiden sich dann nie wieder vertragen würden. Hm. Aber ist ja auch egal jetzt, oder? Hey, ist ja nicht für immer, hm? Fühlt sich aber so an. Du wirst mir echt fehlen. Mach keinen Quatsch, wenn ich weg bin, ja? Erst recht kein illegales Zelten. Ohne dich macht das sowieso keinen Spaß. Okay, Bonnie und Clyde, fertig werden. Hab eine gute Reise. Und melde dich, wenn du da bist. Mach ich. Versprochen. Gute Reise, Swantje. Und viel Vergnügen. Danke. Sie will den Antrag auf Approbationsentzug jetzt ohne deine Hilfe durchziehen? Sie kann nicht anders. Ich habe gehofft, dass sie meinetwegen verzichtet. Es ist echt eine komplizierte Situation, in der immer einer verliert. Oder alle. Inken sagt, ihr geht um Gerechtigkeit, aber ich habe das Gefühl, dass es ja auch ein bisschen um Rache geht. Eine Genugtuung, die nicht lange tröstet. Nein. Und die uns auch nicht die verlorenen Jahre zurückbringt. Das will sie aber nicht einsehen. Sie ist zu verletzt. Entschuldigung, Frau Berger, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich Inken erreiche? Also sie geht nicht an ihr Handy und... Sie arbeitet zu Hause. Ja, ich mache mir ein wenig Sorgen. Also sie ist bei dem Fest nicht erschienen und ich wollte... Carla weiß Bescheid. Ich wollte mit ihr zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker. Oh, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ja, und mir hilft es. Es ist toll zu wissen, dass Sie sich so um sie kümmern. Ich würde es gerne selber tun, aber ich kann gerade nicht so. Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich so... wie sie es getan hat, als ich am Boden war. So, bitte. Na, Herr Jansen hat dich aber im Griff. Hm? Oder ist es normal, dass man seinen Stellvertreter solche Botengänge überlässt? Ach, ein kleiner Freundschaftsdienst. Thomas muss seine Mutter zum Bahnhof bringen. Ach, verstehe. Matteo, was machst du eigentlich hier? Hä? Dein Sohn kümmert sich momentan nur um Karriereplanung und Jobsuche. Ah. Ach, das ist mein Plan B, falls es mit dem Job im Drei Könige nichts wird. Und wie läuft's im Rathaus? Oh, noch viel besser. Thomas hat sich mit seinen Terminen dermaßen verheddert, dass er mir jetzt sein geliebtes Benefizspiel überlassen muss. Terminchaos bei Herrn Jansen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das kann auch jedem mal passieren. Aber Frau Krause organisiert seine Termine und die ist eigentlich super korrekt. Der wird mich doch wohl kein zweites Mal reinlegen wollen. Ich habe von der Sache mit dem Filmtypen gehört. Das war wirklich fies. Hm. Aber diesmal bin ich besser auf der Hut. Vielleicht hat Herr Jansen Wind davon bekommen, dass der Schiri dieses Mal eine Bierdusche bekommt oder sowas. Und vielleicht will er sich auch einfach für seine Aktion entschuldigen. Das kann auch sein. Danke. Oh, Herr Jansen hat seine Tabletten vergessen. Vielleicht wegen seiner Diabetes? Rotoginkonin. Das habe ich noch nie bei ihm gesehen. Naja, vielleicht braucht er die Tabletten dringend. Das Beste wird sein, ich bringe sie ihm gleich vorbei. Also. Ciao. Tschüss. Swantje.
ist das jetzt der neue Umgang zwischen uns beiden. Ja? Ich krieg bloß ein SMS, obwohl du um die halbe Welt fliegst? Warum kannst du dich nicht richtig von mir verabschieden? Papa, ich muss mich beeilen, okay? Eine Minute, bitte. Komm rein. Danke. Wie bei Mama. Die konnte sich auch immer nicht entscheiden, was sie so alles mitnimmt. Svantje, ich möchte doch einfach nur, dass wir endlich wieder ein vernünftiges Verhältnis zueinander haben. Dass wir miteinander reden können, dass wir uns nicht immer gleich streiten. Schwörst du, dass du Mamas Homepage nicht manipuliert hast? Ja. Kannst du mir bitte angucken? Ja. Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Dann tu das doch bitte, Svantje. Ich bin immer noch dein Papa, der immer für dich da war. Immer, hörst du? Ja, bis er mit der Lügerei angefangen hat. Mann. Mama und ich, wir verstehen uns schon wieder ganz gut. Und wenn wir uns alle ein bisschen mehr bemühen, dann... Ja, Papa, aber ich will halt auch nicht immer mit dir streiten. Aber wenn das aufhören soll, dann musst du aufhören, ständig die Wahrheit zu verdrehen und Entschuldigungen für alles zu suchen. Und dann verzeihst du mir? Ja, dann schon. Ja. Mein Schatz, Svantje, ich hab dich doch lieb. Es war wieder schön mit euch. Am liebsten würde ich bleiben. Es wäre uns recht, aber ich glaube, dann kriegen wir Ärger mit Mathis. Ja, möglich. Wir kommen bald. Oder du kommst. Ja? Entweder hier oder in Porto. Weißt du was? Das planen wir. So machen wir das. Frau Flickenschild, Sie verlassen uns schon. Das ist sehr schade. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich doch, Herr Lichtenhagen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Es war eine große Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Ganz meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich muss jetzt los, sonst verpasse ich meinen Flieger. Guten Flug. Herr Flickenschild, eine Sekunde Ihrer Zeit. Ja. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich bin gescheitert. Die Rodenbergs werden die Taufe nicht im Dreikönige stattfinden lassen. Oh, Sie konnten sie nicht überzeugen? Ich habe alles versucht. Vielleicht sollte ich mit dem Grafen noch einmal sprechen. Ach so, das wäre tatsächlich vergebene Liebesmühe. Mein Freund Leo hat mir erzählt, dass seine Schwiegermutter sich in eine Location in Hamburg verliebt hat. Wenn die nicht ihren Willen bekommt, dann flippt die völlig aus. Ja. Ärgerlich. Mhm, so ist es. Ich weiß natürlich, dass ich damit meinen Teil der Abmachung nicht erfüllt habe und dass deshalb der Posten des Gästebetreuers an mir vorübergeht, aber das ist in Ordnung. Ist das so? Also ich glaube, eine Belohnung haben Sie sich verdient. Ja, nachdem Sie dieses Heidefest so wundervoll organisiert haben. Nein, nein, wirklich, das habe ich gerne gemacht. Sie sind mir nicht schuldig. Außerdem haben Sie wirklich zwei sehr hartnäckige Fürsprecherinnen. Und die wären, glaube ich, überaus traurig, wenn ich Ihnen den Posten des Gästebetreuers nicht anbieten würde. Ich habe die Stelle? Nur auf Probe. Sie werden es nicht bereuen. Möchtest du noch einen? Nein, danke, bloß nicht. Hannelore und Inken rauben mir schon den Schlaf. Erzähl mir doch mal von der Überraschungsparty für Gunther und Merle. Die beiden haben wirklich nichts gewusst? Nein, sie waren richtig begeistert. Immer mir hat es auch Spaß gemacht, mal so ein spontanes Catering aufzuziehen. Abseits von der Routine hier. Macht dir deine Arbeit keinen Spaß mehr? Entschuldigung. Oh, die ist von Timo. Und? Was schreibt er? Was? Das glaube ich nicht. Ich darf im Kalidakis kochen. Wo? Na, ich habe dir doch von diesem angesagten Restaurant in San Francisco erzählt. Und Timo hat mit dem Starkoch Elias Pasadakis über mich gesprochen. Und der lädt dich jetzt ein? Ja. Wow. Der macht eine griechisch-kalifornische Crossover-Küche. Der Mann ist ein Held. Das klingt toll. Also er bietet mir an, dass ich 3 Wochen in seinem Team mitarbeiten darf. Ist das nicht eine wahnsinnige Ehre? Ja, das wäre es wirklich. Ich schreibe ihn kurz, ja? Hey. Ach, Britta, gut, dass ich dich treffe. Sag mal, die hier, sind die gegen Diabetes? Otoginkonin, nee, bei Durchblutungsstörungen. Durchblutungsstörungen? Mhm. So.
Tom, möchtest du einen Kaffee? Ja, gerne. Hör dir mal an, was Carla für ein Angebot aus San Francisco bekommen hat. Dann freuen wir uns für Gunther, dass er dieses tolle Fest erleben durfte, das ihn für alle seine Anstrengungen belohnt hat. Und wir bedanken uns bei Inken für ihr offenes Geständnis, dass sie auch heute noch mit der Versuchung zu kämpfen hat. Bleib stark, du weißt wofür. Tja, und dann hoffe ich, dass wir uns zur bekannten Zeit beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Danke. Danke. Gunther, es tut mir wirklich so leid, dass ich nicht bei deiner Feier war. Ich glaube, alle haben dich vermisst. Ich bin einfach nicht gut drauf. Deine Tochter macht sich große Sorgen um dich. Ist es wirklich nötig, gegen Frau Professor Thies vorzugehen? Sie hat mir mein Kind gestohlen und mich glauben lassen, dass es gestorben ist. Aber ihr die Zulassung als Ärztin entziehen zu lassen, bringt dir die verlorenen Jahre mit deiner Tochter nicht zurück? Du bist nicht der Erste, der das sagt. Soll sie denn unbestraft bleiben? Ich meine, mit diesem Argument kannst du jeden Mörder laufen lassen. Einen Mörder einzusperren, bringt das Opfer auch nicht wieder zurück. Das ist nicht dasselbe. Patrick Mielitz hat sich von blindem Hass leiten lassen und wäre fast daran zerbrochen. Du musst loslassen, um zu heilen. Das ist im Übrigen von dir, falls du dich erinnerst. Sag schon, wie ist das Aroma? Mach's nicht so spannend. Du schwitzt ja richtig. So nervös? Blödsinn, jetzt hast du mich überredet, das nochmal zu versuchen. Jetzt will ich auch wissen, wie es ist. Feines, kräftiges und ebenmäßiges Aroma. Gleichzeitig mild und damit sehr bekömmlich. Gut oder durchschnittlich? Sehr gelungen. Fast perfekt. Echt? Hammer! Ich gratuliere. Du hattest total recht mit dem, was du immer gesagt hast. Dass es auf den richtigen Moment ankommt und auf die richtige Einstellung. Mika, was ist denn? Mika? Hallo? Ich brauche sofort einen Rettungswagen. In die Münzstraße 14. Herein. Ach, mein Schatz, da bist du ja. Hey, was machst du hier? Warum soll ich so schnell herkommen? Vor dir steht der frisch gebackene Gästebetreuer des Traditionshotels Drei Könige zu Lüneburg. Wie hast du das denn schon wieder angesteckt? Gratuliere. Das ist natürlich alles nur meinem einnehmenden Wesen zu verdanken. Ah, oh, du Angeber. Hab ich dich nicht auch im Sturm erobert, oder was? Leo ruft an, warum das denn? Leo, mein Lieber, was gibt es? Ja, die Taufe. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist die absolut richtige Entscheidung. Nein. Ja, wundert. Nein, du wirst es nicht bereuen. Deine ganze Adelssippe, die wird Augen machen. Im positiven Sinne natürlich. Ja, ich schicke dir ein Angebot rüber und dann grüß Pfiffi auch von mir. Ja, das ist toll, dass du dich da durchgesetzt hast. Wunderbar, wir telefonieren. Bis dahin, alles Liebe. Klappt es jetzt doch? Leo war gestern mit seiner Frau Feline, also Pfiffi, im Kloster Lüne. Ich hatte ihn darum gebeten. Pfiffi hat sich sofort in die Location verliebt, auch ganz undekoriert. Und jetzt findet die Taufe da statt. Aber was ist mit dem Drei Könige und dem Skandal um Herrn Flickenschild? Leo vertraut mir, dass ich das alles gebacken kriege. Ah, das ist ja Wahnsinn.
Und weißt du, was das bedeutet? Ich bin nicht nur Gästebetreuer von Flickenschilds Gnaden, sondern ich habe mir den Job redlich verdient. Das hast du. Ist gleich ein fetter Bonuspunkt in meiner Probezeit. Ach so, du hast eine Probezeit? Ja, aber nur 3 Monate und Flickenschild wird mich nicht mehr gehen lassen. Ja, aber jetzt nicht gleich übermütig werden, ja? Bei dir läuft's ja gerade richtig gut. Tabletten? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich war mir sicher, dass ich sie auf deinem Fest noch hatte. Ja, bitte. Ach, Carla, entschuldige, aber könnte es sein, dass in deine Catering-Boxen zufälligerweise eine Packung Tabletten reingerutscht ist? Tabletten? Soweit ich weiß, nein, aber ich kann gerne noch mal gucken. Nein, nein, das macht nichts. Ich besorge mir einfach neue. Ich soll Ihnen übrigens von meiner Mutter ausrichten, Ihr Catering war ganz hervorragend. Danke. Es war mir auch ein Vergnügen. Und ich muss nicht noch mal erwähnen, dass ich mich für dich und Merle freue. Nein, nein, das habt ihr schon auf wundervolle Art und Weise gezeigt. Vielen Dank. Carla, dein Catering war wirklich ausgezeichnet. Ja, und deshalb bin ich hier. Es hat mir einfach Spaß gebracht, mal wieder so frei herumexperimentieren zu können. Kannst du jederzeit? Ja, aber nicht ohne Murren der Hotelgäste. Du hast die Beschwerden ja gehört. Du darfst es nicht persönlich nehmen. Gunther, ich stecke in einem Dilemma. Entweder ich enttäusche die Gäste oder ich enttäusche mich. Worauf willst du hinaus? Ich habe ein wunderbares Angebot bekommen. Ich könnte 3 Wochen im Kalidakis kochen. In San Francisco? Das hat Timo für mich organisiert. Ja, aber das heißt ja, dass du hier 3 Wochen ausfällst. Vielleicht nicht nur 3 Wochen. Also, ich habe mir überlegt, mit dem Carlas ganz aus dem Drei Könige auszuziehen. Wie bitte? Was heißt, du hast dir überlegt? Na, ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich spüre, ich brauche Veränderung. Ich muss mir neue Herausforderungen suchen. Na, was mit eurem Hausboot? Also, ich meine, da kannst du dich kulinarisch verwirklichen, wie du das gerne hättest. Nein, nicht wirklich. Es ist viel zu klein. Das heißt also, ich muss damit rechnen, dass du mich bald verlässt? Frau Dr. Berger, was ist mit ihm? Ihr Sohn hat sich mit Masern infiziert. Mit Masern? Das ist so eine Kinderkrankheit. Es können aber auch Erwachsene davon betroffen sein. Hatten Sie bereits die Masern? Ich? Ich glaube schon, mit 6 oder 7 als Junge. Masern können sehr schwer verlaufen. Je eher man die Krankheit erkennt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, Komplikationen zu verhindern. Was für Komplikationen? Durch die extreme Schwächung des Immunsystems kann es zu Entzündungsherden im Körper kommen. Von der Lunge bis hin zu Hirn oder Hirnhaut. Aber an Hirnhautentzündung kann man doch sterben, oder? Bitte gehen Sie nicht gleich vom Schlimmsten aus. Ich möchte nur, dass Sie sich über die Schwere der Erkrankung Ihres Sohnes im Klaren sind. Wir machen jetzt eine MRT und dann sehen wir weiter. Und man kann nicht zu ihm? Wenn wir mit den Untersuchungen fertig sind. Bis morgen, lieber Anna. Vielen Dank. Guten Abend und tschüss. Oh, oh. Wenn du so guckst, ist meistens irgendwas im Busch. Ich weiß nur nicht genau, ob es was Gutes ist oder was Schlechtes. Beides. Zuerst die gute Nachricht. Also kaum habe ich Theo Lichtenhagen als neuen Gästebetreuer eingestellt, holt mir der Junge doch tatsächlich die Adelstaube von Graf Leopold von Rodenberg ins Hotel. Großartig. Gratuliere. Ja, wenn sich das herumspricht, kann ich sicherlich wieder viele Gäste zurückgewinnen. Das freut mich. Und die schlechte Nachricht? Carla droht abtrünnig zu werden. Was meinst du mit abtrünnig? Ja, Timo hat ihr so eine Art Gastkochen verschafft bei Ilias Pasadakis in San Francisco. Carla will nach San Francisco? Für 3 Wochen. Aber darüber hinaus hat sie das Gefühl, dass ich mit ihrer Küche nicht mehr verwirklichen kann, solange das Carlas noch zum Drei Könige gehört. Carla will ernsthaft mit ihrem Restaurant ausziehen? Sie denkt darüber nach.
Du musst sie umstimmen, Gunther. Ja, du weißt ja, wie dickköpfig Carla sein kann. Ja, aber naja, andererseits kann ich sie auch irgendwie verstehen. Du sprichst mit deinem Hotel ja eher eine bürgerliche, konservative Klientel an. Ich will Carla auf keinen Fall verlieren. Tja, dann lass dir was einfallen. Irgendwas, was größer ist als Carlas Dickkopf. Es ist raus. Was ist raus? Hast du eine Minute? Offen gesagt, lasse ich mich gerade sehr gern ablenken. Von dir sowieso. Also, ich habe Gunther erzählt, dass ich was Neues ausprobieren will. Und dass ich vielleicht auch mit dem Carlas aus dem Dreikönige ausziehen möchte. Und wie hat er es aufgenommen? Begeistert war er nicht, aber ich bin total erleichtert. Ich musste einfach mit offenen Karten spielen. Ich konnte das nicht mehr in mich reinfressen. Ja. Vielleicht ist das für Gunther auch das Beste. Ja. So kann er sich schon mal mit dem Gedanken anfreunden und nach geeignetem Ersatz Ausschau halten. Was sind denn das für Tabletten? Sind das deine? Ach, nein, die sind von Thomas. Ach, die hat er schon gesucht? Warum hast du die denn? Ich habe sie gefunden. Machst du dir Sorgen um ihn? Also, ehrlich gesagt, verhält er sich ein bisschen komisch. Mal abgesehen von dem Streich, den er mir gespielt hat. Otoginkonin, aber Oto, das bedeutet doch irgendwas mit Ohr, oder? Ja, ich habe das schon im Internet nachgeschaut. Das könnte auf einen Hörsturz hindeuten. Ja, aber warum sagt er dir das nicht? Ich meine, du bist ja sein Freund und nicht nur sein Stellvertreter. Tja, das könnte allerdings zu Thomas passen, dass er alles mit sich selber ausmachen will. Die Frage ist nur, wie schlimm ist es wirklich? Hier. Das ist ja Mika. Er ist einfach umgefallen. Weiß man schon, was er hat? Wohl die Masern. Oh. Und er ist einfach so umgefallen? Aus heiterem Himmel? Naja, es ging ihm vorher wohl schon nicht besonders. Ich, Idiot, habe ihn noch zum Reiten überredet. Jetzt mach dir mal keine Vorwürfe, du kannst ja nichts dafür. Ich dachte, als Vater spürt man sowas. Unsinn. Wie sollst du denn ahnen, dass es was Ernstes ist? Weißt du was? Ich bringe jetzt die Torte weg. Die bekommt ein Patient zum Geburtstag. Und dann komme ich wieder und wir trinken einen Kaffee zusammen, okay? Gut. Ich versuche, seine Mutter noch mal zu erreichen. Viel Glück. Bis gleich. Hallo, Torben. Was ziehst du denn für ein Gesicht? Sag nicht, die fordern jetzt bei der Partie Heidekicker gegen die Leuphana-Universität neuerdings den Videobeweis. Ah, du hast dir also schon neue besorgt. Neue was? Hier. Ach, ja, die Tabletten, die alten hatte ich verloren. Nein, die hast du nicht verloren. Hier, die waren in dem Jackett, das ich für dich bei Frau da Silva zum Reinigen vorbeigebracht habe. Danke, ja, wunderbar. Aber jetzt erzähl, weshalb bist du denn vorbeigekommen? Ja, deshalb. Ja, die Tabletten, die brauche ich für meinen Diabetes. Also, beziehungsweise dagegen. Jetzt erzähl mir nichts. Otto kommt von Ohr. Ach, wirklich? Ist aus dem Griechischen. Oh. Ja, wirklich. Und ich habe auch herausgefunden, dass sie gegen Durchblutungsstörungen helfen. Also, was ist los? Raus mit der Sprache. Ich hatte einen Hörsturz. Und seitdem quält mich ein Tinnitus. Das heißt, du hast so ein Piepen im Ohr? Ja, und es nervt tierisch. Ach, deswegen wolltest du das Fußballspiel nicht selber pfeifen. Aber über sowas kannst du doch offen und ehrlich mit mir reden. Ach, die Leute sollen nicht denken, der Oberbürgermeister sei gesundheitlich nicht auf der Höhe. Ich bin aber nicht die Leute. Außerdem kann doch jeder mal krank werden. Naja, das sehen die Kollegen im Rathaus aber nicht so locker. Das müssen die überhaupt nicht wissen. Bist du krankgeschrieben? Wollte ich nicht. Dann nimm dir wenigstens Urlaub und erhol dich. Ich halte dir den Rücken frei, und zwar ganz diskret. Hallo, Britta. Hast
Hast du einen Moment? Nee, leider nicht. Du, ich bin gerade mitten in einer ganz wichtigen Behandlung. Dann warte ich vorne, wenn du damit einverstanden bist. Ich kann dir aber nicht sagen, wie lange es dauert. Ich warte trotzdem, ja? Okay. Möchtest du auch einen Kaffee? Das nennst du... Ja, meinetwegen. Frau Professor Thies hat es geahnt. Wieso? Hat sie was gesagt? Ja, sie meinte, er brütet was aus. Wären wir doch gleich zum Arzt gegangen. Stattdessen, nein, habe ich ihm geglaubt, dass es nur halb so wild ist. Peer, du hast was von roten Augen gesagt, da hätte ich mir auch nichts dabei gedacht. Trotzdem. Jetzt hör auf, das hilft keinem weiter. Aber in Masern sterben Menschen. Aber doch nur, wenn es Komplikationen gibt. Mit ein bisschen Glück. Sigrid, ich habe so Angst um ihn. Mika erholt sich wieder. Ganz sicher. Er hat mich doch gerade erst wieder gefunden. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen ohne ihn. Ich wollte ihm noch so viel zeigen, so viel erzählen. All die Jahre, die uns fehlen. Und jetzt bleibt uns vielleicht gar keine Zeit mehr. Nein, Per, ihr werdet sicherlich noch sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ganz bestimmt. Ich gehe wieder zu ihm, ja? Ja. Hey. Gott, hör dir das an. Cigaristo in Sweet Walnut Curry Crumble. Das würde im Carlos niemand bestellen. Das klingt aber auch ein bisschen abenteuerlich. Ja, aber steht bei Elias Pasadakis auf der Karte. Und du willst es ausprobieren? Ich würde einfach auch gerne so verrückte Kreationen machen. Dann flieg nach San Francisco. Meinen Segen hast du. Ja, ich kann aber Gunther nicht so plötzlich alleine lassen. Das musst du entscheiden. Deine Sous-Chefin würde dich auf jeden Fall gut vertreten. Ja, Torben, wir sind aber nicht nur Hoteldirektor und Restaurantchefin, wir sind seit vielen Jahren engste Freunde. Das stimmt. Und ich habe mir den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um mich abzuwenden und mit dem Carlos das Hotel zu verlassen. Die Frage ist nur, wie sehr brauchst du die Herausforderung und in welchem Umfang? Darf es noch etwas für Sie sein? Nein, danke. Okay. Ich habe auf Sie gewartet. Um mir zu sagen, dass Sie den Entzug meiner Approbation inzwischen beantragt haben. Nein. Das habe ich auch nicht mehr vor. Ernsthaft? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Sie den ethischen Ansprüchen des Arztberufes nicht genügen. Aber ich habe beschlossen, dass ich die wertvolle Zeit, die ich jetzt noch mit meiner Tochter und meiner Enkelin verbringen kann, nicht länger mit Gedanken an Sie verschwenden werde. Wie Sie mit Ihrer Schuld leben wollen, das überlasse ich ganz allein Ihrem Gewissen. Hab ich's doch geahnt. Das Kalidakis lässt sich nicht los.
Ja, aber ich kann ja nicht alles stehen und liegen lassen. Das wäre Gunther gegenüber unfair. Ja? Entschuldigung, ich weiß, es ist etwas spät für einen Besuch. Komm rein, ich wollte sowieso gerade noch. Carla, wir kennen uns lange genug und ich muss nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich in deinem Restaurant kulinarisch nicht mehr verwirklichen kannst, bin ich der Letzte, der dir im Wege steht. Gunther, ich habe mich noch gar nicht. Lass mich aussprechen. Ich möchte, dass du dir etwas ansiehst. Das sind Gästebücher. Zwei von vielen aus den letzten Jahren. Jahre, in denen viel passiert ist. Ich habe sie zufällig herausgegriffen. Das Dreikönige hat mal wieder für einen perfekten Urlaub gesorgt. Herr Flegbeschild und seine wertbeständige Gastlichkeit. Und dazu Frau Saravakos, exzellente Küche. Ein unschlagbares Team. Das geht so weiter. Danke auch und besonders an Skalas, das mit seiner kreativen Kochkunst einen lebendigen Kontrast bildet zur gediegenen Atmosphäre des Traditionshauses. Tja, so viel zum Thema. Alle wollen nur den Caesar Salad. Aber es gab sehr viele Beschwerden. Einige wenige. Dem stehen andere entgegen. Carla, du musst dich in deiner Freiheit nicht beschränken. Es ist dein Restaurant. Und du kannst in deinem Restaurant kochen, was dir gefällt. Auf der letzten Seite gibt es noch einen Eintrag, der ist möglicherweise aussagekräftig. Ein Flugticket? Nach San Francisco? Für 3 Wochen? Ich war so frei. Es gibt allerdings einen Haken. Guck dir bitte das Datum an. Was? Noch heute? Oh, vielen Dank. Du bist großartig. Mach dir keine Sorgen, dass Carlas bleibt da, wo es hingehört. Im Dreikönige. Danke. Du wirst mir schon wieder gesund. Wir haben noch eine Menge vor, Junge. Ach, mein Mika, ich brauch dich doch. Unserem Sohn. Wie stehen Sie zu Richie Sky? Hab ich Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber Sie sind Journalist? Mhm. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick in die aktuelle Ausgabe von Rebel Music. Ist durchaus interessant, was Kollege Sky da über Sie sagt. Über mich? Hannelore hat mich angerufen und mir von eurer Begegnung im Carlas erzählt. Du willst also nicht mehr, dass sie ihre Approbation zurückgibt? Nein. Ich bin dir natürlich sehr dankbar, aber kannst du mit der Entscheidung leben? Ich möchte so wenig mit dieser Frau zu tun haben, wie nur möglich. Ihr Sohn hat sich leider zusätzlich eine Enzephalomyelitis zugezogen. Das ist eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. Und was heißt das? Dass sein Zustand kritisch ist. Darf ich? Natürlich. Hallo. Kommst du voran? Ja. Ich habe soweit alles gesäubert und freigelegt.
Die Madonna mit ihrem Kind. Sie hat etwas Beruhigendes, findest du nicht? Aber auch irgendwas Trauriges. Du willst wirklich ein Verfahren gegen Hannelore anstrengen. Es tut mir leid, dass ich dir damit wehtue. Und ich wollte dich nie in einen Loyalitätskonflikt bringen. Ich muss einfach endlich meinen Frieden finden. Indem du was kaputt machst? Nein, indem Hannelore etwas hergeben muss. Dafür, dass sie dich genommen hat. Ihre Arbeit. Ja, was denn sonst? Nur ihre Karriere und du bedeuten ihr etwas. Soll ich etwa verlangen, dass sie den Kontakt zu dir abbricht? Nein. Es tut mir leid, wenn ich rachsüchtig wirke. Es ist so nicht. Ich weiß mir einfach nicht anders zu helfen. Du könntest ihr vergeben. Manche Dinge sind zu grausam und zu schlimm, um sie zu vergeben. Naja, es ist ungerecht, wenn Hannelore ungeschoren davonkommt, während du so leiden musst, ist klar. Und trotzdem möchtest du, dass ich die Sache auf sich beruhen lasse? Ich habe Angst, dass das Leid noch viel größer wird. Was ist denn, wenn sich das Gefühl von Gerechtigkeit für dich nicht einstellt, auch wenn Hannelore nicht mehr praktizieren darf? Das muss ich riskieren. Ich möchte endlich meinen Frieden finden. Bitte hasse mich nicht. Ich kann dich niemals hassen, du bist meine Mutter. Cool, dass wir zusammen ausreiten. Ja, ein bisschen frische Luft wird dir vielleicht gut tun. Mach dir um mich mal keine Sorgen, ich bin topfit. Natürlich, das hört man. Falls ich eine Krankenschwester brauche, rufe ich Mama an. Sie müsste nicht mal über einen großen Teich. Sie ist gerade in Marokko. Ist das wahr? Beruflich. Sie hat mich übrigens gefragt, wann meine Ausbildung zum Kaffeeröster beendet ist. Hey, du hast ja hoffentlich gesagt, das dauert noch ein Weilchen. Ist ja kein Sportstudium, hä? Das habe ich ja auch gesagt. Sie war wenig begeistert. Oh Gott, das hast du gemacht? So, alter Mann, kannst du jetzt endlich mal losgehen? Wir hatten ja wen abgehängt in Costa Rica, hä? Hier hatten sie das schnellere Pferd gegeben. Räum weiter, Junge. Was ist los? Brauchst du eine Leiter? Weißt du was? Ich mag dieses Vater-Sohn-Ding. Meinst du denn, es hat allen gefallen? Was? Natürlich. Frau von Lohn und Herr Flickenschild, die beiden waren doch total gerührt. Und Frau Flickenschild hat ihr ein riesen Kompliment gemacht. Wir hatten hier eine ganz schöne und entspannte Atmosphäre. Es wäre nur schön gewesen, wenn Leo doch hätte kommen dürfen, ha? Also du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, dieser Graf, der hätte hier gar nicht hingepasst. Es wäre nur eine Möglichkeit gewesen, die Adelstaufe doch noch ins Dreikönige zu holen. Sag mal, was ist eigentlich mit dem Heidemobil? Warum konzentrierst du dich nicht wieder mehr darauf? Ja, was Festes wäre mir einfach lieber. Das Auto war so teuer und steht nur rum. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich das Auto verkaufen soll. Theo? Nur weil wir jetzt eine Familie gründen wollen, möchtest du nicht mal als Unternehmer arbeiten? Ich will zuverlässig sein. Für dich, für die Kinder. Kinder? Wollen wir nicht erstmal mit einem Kind anfangen? Ja, das machen wir ja schon. Obwohl wir einen Schwangerschaftstest erst in ein paar Wochen kaufen müssen. Ja, ich hab's gelernt. Ich hab's gelernt. Der hat aufgepasst. Es wäre nur einfach schön, wenn mir Herr Flickenschild doch den Posten als Gästebetreuer geben würde. Dir fällt noch was ein. Tut's doch immer. Ja. Dieses Mal geht's einfach nur um so viel mehr. Ich bin nicht mehr nur noch für mich verantwortlich, sondern auch für andere. Du wirst wirklich mal ein sehr guter Vater.
So, wo soll das hin? Da bitte, ja. Oh, jetzt habe ich mich eingesaut. Oh Gott, es tut mir leid. War noch Soße am Deckel. Es tut mir leid. Ich weißt du dich? Leider rüber, ich habe noch eine Veranstaltung. Ja, lassen Sie sich nicht aufhalten. Das war eine schöne Veranstaltung eben, oder? Ja, es war liebevoll organisiert mit Speisen, die ich so noch nirgendwo gegessen habe. Es war einfach ein himmlisches Essen. Siehst du, deine Experimentierfreudigkeit hat auch ihre Fans. Ja, aber da ist Familie Janssen auch ganz weit vorne. Darf ich vielleicht Ihre Privatköchin werden? Ach, vergessen Sie es. Ich muss wieder in die Kanzlei. Torben, noch eins. Wegen diesem... Wir bedanken uns bei Inken für ihr offenes Geständnis, dass sie auch heute noch mit der Versuchung zu kämpfen hat. Bleib stark. Du weißt wofür. Tja, und dann hoffe ich, dass wir uns zur bekannten Zeit beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Danke. Danke. Gunther, es tut mir wirklich so leid, dass ich nicht bei deiner Feier war. Ich glaube, alle haben dich vermisst. Ich bin einfach nicht gut drauf. Deine Tochter macht sich große Sorgen um dich. Ist es wirklich nötig, gegen Frau Professor Thies vorzugehen? Sie hat mir mein Kind gestohlen und mich glauben lassen, dass es gestorben ist. Aber ihr die Zulassung als Ärztin entziehen zu lassen, bringt dir die verlorenen Jahre mit deiner Tochter nicht zurück. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Soll sie denn unbestraft bleiben? Ich meine, mit diesem Argument kannst du jeden Mörder laufen lassen. Einen Mörder einzusperren, bringt das Opfer auch nicht wieder zurück. Das ist nicht dasselbe. Patrick Mielitz hat sich von blindem Hass leiten lassen und wäre fast daran zerbrochen. Du musst loslassen, um zu heilen. Das ist im Übrigen von dir, falls du dich erinnerst. Sag schon, wie ist das Aroma? Mach's nicht so spannend. Du schwitzt ja richtig. So nervös? Blödsinn, jetzt hast du mich überredet, das nochmal zu versuchen. Jetzt will ich auch wissen, wie es ist. Feines, kräftiges und ebenmäßiges Aroma. Gleichzeitig mild und damit sehr bekömmlich. Gut oder durchschnittlich? Sehr gelungen. Fast perfekt. Echt? Hammer! Ich gratuliere. Du hattest total recht mit dem, was du immer gesagt hast. Dass es auf den richtigen Moment ankommt und auf die richtige Einstellung. Mika, was ist denn? Mika? Hallo? Ich brauche sofort einen Rettungswagen. In die Münzstraße 14. Herein. Ach, mein Schatz, da bist du ja. Hey, was machst du hier? Warum soll ich so schnell herkommen? Vor dir steht der frisch gebackene Gästebetreuer des Traditionshotels Drei Könige zu Lüneburg. Wie hast du das denn schon wieder angesteckt? Gratuliere. Das ist natürlich alles nur meinem einnehmenden Wesen zu verdanken. Ah, oh, du Angeber. Hab ich dich nicht auch im Sturm erobert, oder was? Leo ruft dann, warum das denn? Leo, mein Lieber, was gibt es? Ja, die Taufe. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist die absolut richtige Entscheidung. Nein. Ja, wundert. Nein, du wirst es nicht bereuen. Deine ganze Adelssippe, die wird Augen machen. Im positiven Sinne natürlich. Ja, ich schicke dir ein Angebot rüber und dann grüß Pfiffi auch von mir. Ja, das ist toll, dass du dich da durchgesetzt hast.
Wunderbar, wir telefonieren. Bis dahin, alles Liebe. Klappt es jetzt doch? Leo war gestern mit seiner Frau Feline, also Fifi, im Kloster Lüne. Ich hatte ihn darum gebeten. Fifi hat sich sofort in die Location verliebt, auch ganz undekoriert. Und jetzt findet die Taufe da statt. Aber was ist mit dem Drei Könige und dem Skandal um Herrn Flickenschild? Leo vertraut mir, dass ich das alles gebacken kriege. Das ist ja Wahnsinn. Und weißt du, was das bedeutet? Ich bin nicht nur Gästebetreuer von Flickenschilds Gnaden, sondern ich habe mir den Job redlich verdient. Das hast du. Ist gleich ein fetter Bonuspunkt in meiner Probezeit. Ach so, du hast eine Probezeit? Ja, aber nur 3 Monate und Flickenschild wird mich nicht mehr gehen lassen. Ja, aber jetzt nicht gleich übermütig werden, ja? Bei dir läuft's ja gerade richtig gut. Tabletten? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich war mir sicher, dass ich sie auf deinem Fest noch hatte. Ja, bitte. Ach, Carla, entschuldige, aber könnte es sein, dass in deine Catering-Boxen zufälligerweise eine Packung Tabletten reingerutscht ist? Tabletten? Soweit ich weiß, nein, aber ich kann gerne noch mal gucken. Nein, nein, das macht nichts. Ich besorge mir einfach neue. Ich soll Ihnen übrigens von meiner Mutter ausrichten, Ihr Catering war ganz hervorragend. Danke. Es war mir auch ein Vergnügen. Und ich muss nicht noch mal erwähnen, dass ich mich für dich und Merle freue. Nein, nein, das habt ihr schon auf wundervolle Art und Weise gezeigt. Vielen Dank. Carla, dein Catering war wirklich ausgezeichnet. Ja, und deshalb bin ich hier. Es hat mir einfach Spaß gebracht, mal wieder so frei herumexperimentieren zu können. Kannst du jederzeit? Ja, aber nicht ohne Murren der Hotelgäste. Du hast die Beschwerden ja gehört. Du darfst es nicht persönlich nehmen. Gunther, ich stecke in einem Dilemma. Entweder ich enttäusche die Gäste oder ich enttäusche mich. Worauf? Auch viel besser. Thomas hat sich mit seinen Terminen dermaßen verheddert, dass er mir jetzt sein geliebtes Benefizspiel überlassen muss. Terminchaos bei Herrn Jansen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das kann auch jedem mal passieren. Aber Frau Krause organisiert seine Termine und die ist eigentlich super korrekt. Der wird mich doch wohl kein zweites Mal reinlegen wollen. Ich habe von der Sache mit dem Filmtypen gehört. Das war wirklich fies. Aber diesmal bin ich besser auf der Hut. Vielleicht hat Herr Jansen Wind davon bekommen, dass der Schiri dieses Mal eine Bierdusche bekommt oder sowas. Und vielleicht will er sich auch einfach für seine Aktion entschuldigen. Das kann auch sein. Danke. Oh, Herr Jansen hat seine Tabletten vergessen. Vielleicht wegen seiner Diabetes? Rotoginkonin. Das habe ich noch nie bei ihm gesehen. Naja, vielleicht braucht er die Tabletten dringend. Das Beste wird sein, ich bringe sie ihm gleich vorbei. Also. Ciao. Tschüss. Svantje, ist das jetzt der neue Umgang zwischen uns beiden? Ja? Ich krieg bloß eine SMS, obwohl du um die halbe Welt fliegst? Warum kannst du dich nicht richtig von mir verabschieden? Papa, ich muss mich beeilen, okay? Eine Minute, bitte. Komm rein. Danke. Wie bei Mama. Die konnte sich auch immer nicht entscheiden, was sie so alles mitnimmt. Svantje, ich möchte doch einfach nur, dass wir endlich wieder ein vernünftiges Verhältnis zueinander haben. Dass wir miteinander reden können, dass wir uns nicht immer gleich streiten. Schwörst du, dass du Mamas Homepage nicht manipuliert hast? Ja. Kannst du mir bitte angucken? Ja. Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Dann tu das doch bitte, Svantje. Ich bin immer noch dein Papa, der immer für dich da war. Immer, hörst du? Ja, bis er mit der Lügerei angefangen hat. Mann. Mama und ich, wir verstehen uns schon wieder ganz gut. Und wenn wir uns alle ein bisschen mehr bemühen, ja, dann... Papa, aber ich will halt auch nicht immer mit dir streiten. Aber wenn das aufhören soll, dann musst du aufhören, ständig die Wahrheit zu verdrehen und Entschuldigungen für alles zu suchen. Und dann verzeihst du mir? Ja, dann schon. Ja. Mein Schatz. Svantje, ich hab dich doch lieb. Es war wieder schön mit euch. Am liebsten würde ich bleiben. Es wäre uns recht, aber ich glaube, dann kriegen wir Ärger mit Mathis. Ja, möglich. Wir kommen bald. Oder du kommst.
Ja? Entweder hier oder in Porto. Weißt du was? Das planen wir. So machen wir das. Frau Flickenschild, Sie verlassen uns schon. Das ist sehr schade. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich doch, Herr Lichtenhagen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Es war eine große Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Ganz meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich muss jetzt los, sonst verpasse ich meinen Flieger. Guten Flug. Herr Flickenschild, eine Sekunde Ihrer Zeit. Ja. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich bin gescheitert. Die Rodenbergs werden die Taufe nicht im Dreikönige stattfinden lassen. Oh, Sie konnten sie nicht überzeugen? Ich habe alles versucht. Vielleicht sollte ich mit dem Grafen noch einmal sprechen. Ach so, na, das wäre tatsächlich vergebene Liebesmühe. Mein Freund Leo hat mir erzählt, dass seine Schwiegermutter sich in eine Location in Hamburg verliebt hat. Wenn die nicht ihren Willen bekommt, dann flippt die völlig aus. Ja. Ärgerlich. Mhm, so ist es. Ich weiß natürlich, dass ich damit meinen Teil der Abmachung nicht erfüllt habe und dass deshalb der Posten des Gästebetreuers an mir vorübergeht, aber das ist in Ordnung. Ist das so? Also ich glaube, eine Belohnung haben Sie sich verdient. Ja, nachdem Sie dieses Heidefest so wundervoll organisiert haben. Nein, nein, wirklich, das habe ich gerne gemacht. Sie sind mir nicht schuldig. Außerdem haben Sie wirklich zwei sehr hartnäckige Fürsprecherinnen. Und die wären, glaube ich, überaus traurig, wenn ich Ihnen den Posten des Gästebetreuers nicht anbieten würde. Ich habe die Stelle? Nur auf Probe. Sie werden es nicht bereuen. Möchtest du noch ein? Nein, danke, bloß nicht. Hannelore und Inken rauben mir schon den Schlaf. Erzähl mir doch mal von der Überraschungsparty für Gunther und Merle. Die beiden haben wirklich nichts gewusst? Nein, sie waren richtig begeistert. Immer mir hat es auch Spaß gemacht, mal so ein spontanes Catering aufzuziehen. Abseits von der Routine hier. Macht dir deine Arbeit keinen Spaß mehr? Entschuldigung. Oh, die ist von Timo. Und? Was schreibt er? Was? Das glaube ich nicht. Ich darf im Kalidakis kochen. Wo? Na, ich habe dir doch von diesem angesagten Restaurant in San Francisco erzählt. Und Timo hat mit dem Starkoch Elias Pasadakis über mich gesprochen. Und der lädt dich jetzt ein? Ja. Wow. Der macht eine griechisch-kalifornische Crossover-Küche. Der Mann ist ein Held. Das klingt toll. Also er bietet mir an, dass ich 3 Wochen in seinem Team mitarbeiten darf. Ist das nicht eine wahnsinnige Ehre? Ja, das wäre es wirklich. Ich schreibe kurz, ja? Hey. Ach, Britta, gut, dass ich dich treffe. Sag mal, die hier, sind die gegen Diabetes? Otoginkonin, nee, bei Durchblutungsstörung. Durchblutungsstörung? Mhm. Oh, Tom, möchtest du einen Kaffee? Ja, gerne. Hör dir mal an, was Carla für ein Angebot aus San Francisco bekommen hat. Dann freuen wir uns für Gunther, dass er dieses tolle Fest erleben durfte, das ihn für alle seine Anstrengungen belohnt hat. Ich kann die Sache für mich nicht einfach so fallen lassen. Du willst immer noch, dass Hannelore die Approbation verliert. Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit. Hast du Mamas und Sigrids Website offline gesetzt? Traust du mir das wirklich zu, dass ich sowas mache? Guck mir in die Augen und sag mir, dass du es nicht warst. Schade. Ich hatte gehofft, du könntest mich vom Gegenteil überzeugen. Wir trinken jetzt auf euch und auf das ewige Glück. Ich liebe dich. Ich liebe dich. I'm born and painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Ich möchte jetzt allerdings auch mal etwas sagen. Oh. Ja, meine lieben Freunde, meine liebe Schwester, zu dir komme ich später. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr mich dabei unterstützt habt, dieses dunkelste Kapitel meines Lebens einem glücklichen Ende zu bringen.
Ihr habt zugehört, ihr habt mir Ratschläge gegeben, habt mir den Kopf gewaschen, obwohl ich euch mehr als einmal enttäuscht habe. Besonders schlimm war es natürlich für diejenigen, die mir besonders nahe stehen. Aber ich hoffe, dass ich wieder zu dem Menschen geworden bin oder werde. Ich weiß, es ist noch ein langer Weg, der eure Liebe auch wirklich verdient hat. Danke. Merle, ich weiß, dass du im Grunde deines Herzens immer an mich geglaubt hast. Und das tue ich noch. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch, liebe Freunde, liebe Sydney, für dieses wundervolle Essen. Ich weiß ja, es ist nicht in deinem Sinne, die Hochzeit noch ein Jahr zu verschieben. Umso schöner die Idee jetzt, das Leben, die Liebe, die Freunde und die Familie hier zu feiern. Darauf möchte ich mit euch anstoßen. Ja, auf dieses wunderschöne Ambiente und das doch hoffentlich tolle Essen. Es kommt gar nicht in Frage, dass ihr für mich zahlt. Und ob? Klar, du hast uns gerettet. Jetzt übertreibt man nicht. Da hätte man es wenigstens mit dem Keil eine Verfolgungsjagd liefern müssen. Oder? Oh nein, danke. Ich hatte genug Drama. Und es ist beruhigend zu wissen, dass du alles für mich riskieren würdest. Was tut man nicht alles für seine Kinder? Ganz ehrlich, heute sind wir mal dran. Ja. Hallo. Hallo, danke. Außerdem ist das ja quasi mein Abschiedsessen, bevor ich nach Mexiko fliege. Hm? Na gut. Oh. Mama. Hallo? Hi. Du, ich sitze gerade im Carlas mit Pea und Mika. Mhm. Ich bin ziemlich froh, dass er vor dem Keiler da war, ja. Sonst wäre mir wahrscheinlich das Herz stehen geblieben. Deine Heldentat hat schon die Runde gemacht. Meine Güte. Aha, ich kann ihn dir gern mal geben. Mama möchte sich gern bei meinem Retter bedanken. Siehste? Hallo, Ellen. Ach, alles halb so wild. Ja, ich wollte nur mal sehen, was sie so in der Wildnis treiben. Würdest du den Kindern bitte ausreden, mich einzuladen? Den Kindern? Bis eben fand ich ihn noch okay. Das verzeihen wir ihm nach seiner heutigen Tat mal. Da ist das Freund von mir. Ich wollte sowieso mit dir reden. Gut. Gebe ich sie dir noch mal? Ja. Okay, bis dann. Hallo again. Na? Okay. Ja, richtig aus. Mach ich. Mach ich, Mama. Ich melde mich, wenn ich in Mexiko bin, ja? Ciao. Ich dich auch. Tschüss. Also. Mama sagt, sie zahlt das Essen und ich soll keine Widerrede durch. Haben Sie schon gewählt? Ich schätze mal, wir brauchen noch 5 Minuten. Ich habe sowieso gar keinen großen Hunger. Mein Magen rumort so komisch. Du siehst auch echt nicht gut aus. Und du hast so komische Flecken am Kinn bekommen. Check mal. Guck mal da. Hm, das ist nichts. Hm. Wenn du dir irgendwas eingefangen hast? Sie brüten da was aus. Sie sollten unbedingt zum Arzt gehen. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen, Frau Professor. Selbst wenn ich mir was eingefangen habe, man muss ja nicht gleich übertreiben. Und was ist, wenn sie recht hat? Mika ist ein ganz harter Kerl. Richtig. Und jetzt schaut mal, was ihr essen wollt. Mir reicht eine Suppe. Ganz alleine? Ich genieße einfach die Heidelandschaft, die Ruhe, alles. Ist es nicht rührend, wie viel Mühe sich alle gegeben haben? Ja. Wir können froh und dankbar sein, solche Freunde zu haben. Ja, das können wir. Röschen bedauert es übrigens auch sehr, dass sie nicht dabei sein kann. Sie hat geschrieben, schau mal. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt. Es umarmt euch, euer Röschen. Du bist mein größtes Glück. Benefiz-Fußballspiel der
Leuphana Uni gegen die Heidekicker. Nein. Du hast mir ja unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass du die Schiedsrichterpfeife nur sehr ungern aus der Hand gibst. Ja, stimmt. Aber mir ist zeitliches doch etwas dazwischen gekommen. Und ich wäre dir dankbar, wenn du übernehmen würdest. Also, das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Du bist doch sonst nicht so desorganisiert. Jetzt komm, da überlasse ich dir ein nettes Event. Jetzt freu dich doch. Thomas, bitte. Wenn du noch länger rumtrödelst, verpasse ich meinen Zug. Moment, also was ist jetzt? Ja oder nein? Ja, meinetwegen. Aber nicht, dass du mich wieder reinlegst. Ja? Ach, sag mal, was hast denn? Du die Flecken auf deinem Anzug schon bemerkt? Ja, vielleicht müssen wir auf dem Weg noch bei Samba sauber vorbei. Dann, dann verpasse ich den Zug garantiert. Also wirklich. Thomas, ich... muss sowieso noch zu Eliane. Gib mir das Sakko mit. Ist was? Aber nett, wirklich. Danke dir. Danke, Mama. Tja. Auf Wiedersehen, Herr Lichtner. Komm schon. Ja. Keine Sorge. In einer Woche sehen wir uns wieder. Tschüss. Wiedersehen, Frau Jansen. Also. Sidney, wie hast du es bloß geschafft, in der Kürze der Zeit all die Leute zusammenzutrommeln, ohne dass Gunther und ich auch nur das Geringste mitbekommen haben? Theo Lichtenhagen hat mir geholfen. Und wenn ich mich nicht irre, war er sogar maßgeblich daran beteiligt. Ach ja? Theo war mein Partyplaner. Er übertreibt zwar gerne, aber er kriegt auch was gebacken. Ja, und was? Gunther, Theo hofft doch auf die Stelle des Gästebetreuers. Ja, aber die ist an gewisse Bedingungen gebunden. Also wenn er diese Veranstaltung von seinem Freund, diesen Grafen, hier ins Hotel holt, dann ja. Aber er hat doch gerade eben bewiesen, dass er dazu durchaus qualifiziert wäre, oder nicht? Ja, das schon. Aber? Naja, ich wollte eigentlich jemanden mit mehr Erfahrung. Also, wie du mitbekommen hast, naja, hält es Theo nicht so sehr mit den Konventionen. Und möchtest du so einen hier im Hotel haben? Ja, ich würde ihm eine Chance geben. Sein Enthusiasmus ist eine wertvolle Qualität, die nicht jeder mitbringt. Hm? Ach, was ich dich vorhin schon fragen wollte, hast du Inken nicht auch zu dem Fest in der Heide eingeladen? Doch, natürlich. Aber sie hatte schon erwähnt, dass sie es vermutlich nicht schaffen wird. Ich hatte den Eindruck, dass es ihr nicht so gut geht. Oh, du solltest später mal nach ihr sehen. Ja, das mache ich. So, willst du oder soll ich? Ich schau dir lieber noch mal über die Schulter, wenn das okay ist. Vielleicht kapiere ich dann, was dein Geheimnis ist. Wie oft denn noch? Du brauchst dein eigenes Geheimnis. Hey. Schau mich mal an. Du hast total rote Augen. Wir sind doch ziemlich schnell geritten. Hi. Hey. Hey. Fertig mit Packen? Naja. Also ist das alles im Koffer, aber ich muss ihn halt den ganzen Weg rollen, denn hochheben kann ich ihn leider nicht. Ist doch nur für eine Woche. Ja, aber nachts in Mexico City wird's kalt und ich brauchte was für jedes Wetter. Und jetzt bin ich hergekommen, um mich zu verabschieden, weil... ihr ja gleich röstet und dabei werdet ihr ja ungern gestört. Per übernimmt. Ich bring dich zum Bahnhof. Mika, ich glaube, ich möchte lieber ein Taxi nehmen. Was? Naja, ich bin echt kein Fan von diesen romantischen, traurigen Bahnhof-Abschiedsszenen. Deswegen lass uns doch einfach hier Tschüss sagen. Hm? Na gut. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Soll mit ihm sein? Hast du dich noch mal bei ihm gemeldet? Der hat eine SMS bekommen, das reicht. Hast du deiner Mutter eigentlich von dem Verdacht erzählt, dass dein Vater die Website manipuliert hat? Nee, das lasse ich lieber. Erstens habe ich keine Beweise und zweitens glaube ich, dass die beiden sich dann nie wieder vertragen würden. Hm. Aber ist ja auch egal jetzt, oder? Hey, ist ja nicht für immer, hm? Fühlt sich aber so an. Du wirst mir echt fehlen. Mach keinen Quatsch, wenn ich weg bin, ja? Erst recht kein illegales Zelten. Ohne dich macht das sowieso keinen Spaß. Okay, Bonnie und Clyde, fertig werden. Hab eine gute Reise. Und melde dich, wenn du da bist. Mach ich, versprochen. Gute Reise, Swantje. Und viel Vergnügen. Danke. Sie will den Antrag auf Approbationsentzug jetzt ohne deine Hilfe durchziehen? Sie kann nicht anders. Ich habe gehofft, dass sie meinetwegen verzichtet.
Es ist echt eine komplizierte Situation, in der immer einer verliert. Oder alle. Inken sagt, ihr geht um Gerechtigkeit, aber ich habe das Gefühl, dass es ja auch ein bisschen um Rache geht. Eine Genugtuung, die nicht lange tröstet. Nein. Und die uns auch nicht die verlorenen Jahre zurückbringt. Das will sie aber nicht einsehen. Sie ist zu verletzt. Entschuldigung, Frau Berger. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich Inken erreiche? Also, sie geht nicht an ihr Handy und... Sie arbeitet zu Hause. Ja, ich mache mir ein wenig Sorgen. Also, sie ist bei dem Fest nicht erschienen und ich wollte... Carla weiß Bescheid. Ich wollte mit ihr zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker. Oh, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ja, und mir hilft es. Es ist toll zu wissen, dass Sie sich so um sie kümmern. Ich würde es gerne selber tun, aber ich kann gerade nicht so. Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich so, wie sie es getan hat, als ich am Boden war. So, bitte. Na, Herr Jansen hat dich aber im Griff. Hm? Oder ist es normal, dass man seinen Stellvertreter solche Botengänge überlässt? Ach, ein kleiner Freundschaftsdienst. Thomas muss seine Mutter zum Bahnhof bringen. Ach, verstehe. Sag mal, Theo, was machst du eigentlich hier? Dein Sohn kümmert sich momentan nur um Karriereplanung und Jobsuche. Ah. Ach, das ist mein Plan B, falls es mit dem Job im Drei Könige nichts wird. Und wie läuft's im Rathaus? Oh,